herzlich willkommen zu einem weiteren Update. Ja, leider bin ich mit dem Modern Combat Mock, also bin ich irgendwie unter der Woche jetzt nicht dazu gekommen, das schon zu beginnen, damit da dran zu bauen, weil ich auch darauf warten wollte, dass ich neue Teile kriege. Und zwar war ich jetzt gestern im Lego Store und heute auf einer Lego Börse und ja. Ja, ich war da gestern mit Sigmaner Blitz und heute auf der Börse auch mit ihm und noch ein paar anderen, Magmaker 363, BS Elbrick, Neomer 2202, JN Leonas, Leo Lukas, habe ich da alle getroffen. War ganz schön, mal ein paar weitere Leute kennenzulernen von YouTube und ja. Ich fange erst mit den Sachen an, die ich mir gestern im Lego Store gekauft habe. Und zwar ist das einmal, beziehungsweise nein, das, dieses Set hier vorne, das ist nicht aus dem Lego Store, das ist aus dem anderen Laden. Da gab es das günstiger. Also einmal das Geschicktura Battleback und im Store habe ich mir dann zwei große Pick-a-Brick-Becher gekauft. Da waren zum einen solche Teile drin, dann solche. Und was mich sehr gefreut hat, 2x2 Fliesen. Ja, davon habe ich ungefähr eine. Ja, also eigentlich eine Dose voll und von den anderen Sachen auch ungefähr eine Dose voll. Ja, das zu nehmen. Dann war ich, wie gesagt, heute auf einer Lego-Börse und habe da einiges mehr gekauft. Ich fange mal vorne an. Also erstmal 1, 2, 3, 5, 6, 7 Tüten mit je 4, damit je 10 Stück von diesen Teilen. Diesen 2x2 Slopes, die so von unten nach oben abgesteckt sind. Davon 7 Typen mit 10 Stück, also insgesamt 70. Bis hier müssen das dann sein. Dann eine Tüte, das müssten 20 Stück sein, mit solchen 1x1ern, mit einem Stud an der Seite. Dann eine Tüte, Moment, mit 1x2er Slopes in hellgrau. 49 Stück steht drauf und 3 Tüten mit je, sind das 8? 1, 2, 3, 4, ich glaube es sind 7 oder 8, je 7 oder 8 von diesen 1x, 2x, 3 oder 1x4, diesen Slopes halt, also 1x, 2x, 3 in LW, davon halt 3 Tüten mit jeweils 7 oder 8, wie gesagt, dann 25 von diesen Blätterteilen hier. Ich muss da noch aus der Halterung raus machen. Dann machen wir hier weiter. 2 Stück von diesen 32x32 in hellbeige und 2x32x16. Ja, für Modern Combat unter anderem. Und ja, dann noch um die 30 von diesen Wandteilen, auch in hellbeige, auch für Modern Combat. Dann 100 2x4er Platten in dunkelgrau. Und dann, ja, unter anderem, auf, also vor allem für mein bald kommendes Kaschikmoch, das ich hier angekündigt hatte, 80 von diesen Palisadenwänden. Ich halt, für 25 sind gebraucht, aber sehen aus wie neu. Sind halt solche 4, also 6 mal, weiß ich wie hoch die sind, keine Ahnung, 6 mal 1 und dann halt irgendwie 6 hoch oder so. Kann man halt gut für so einen Holzwall, wie die Wookies den haben, benutzen zum Beispiel. Ich weiß noch nicht genau, was ich da jetzt genau mache, aber für Kashyyyk kann ich das auf jeden Fall gebrauchen. Für Kashyyyk kann ich auch gebrauchen diesen Wookie-Katamaran, den ich bekommen habe, da. Zwar ohne Bauanleitung, ohne Karton und ohne Figuren, aber trotzdem zu einem guten Preis. Also ursprünglich für 28, aber ich konnte es auf 26 noch ein bisschen runterhandeln. Scheint vollständig, also so wie gesagt, dass der vollständig ist. Ich muss den noch zusammenbauen anhand von der Bauanleitung, die im Internet ist. Gibt es ja auf Lego die Bauanleitungen zu den alten Sets. Und dann war noch, ich glaube, es war der Chef von Brickissimo, also kennt ihr wahrscheinlich Brickissimo, stellen so Custom-Produkte selber her und verkaufen noch welche weiter, unter anderem von Brick Arms. Und da habe ich mir halt einiges an Brick Arms Waffen geholt. Einige hatte ich schon
vorbestellt. Also hatte ich ihm eine E-Mail geschickt, dass er die mitbringen soll. Die sind halt hier aufgelistet. Das sind diese Sachen. Zwei Miniguns mit Waffengürteln. Habe ich alles noch nicht ausgepackt. Dann hier diese U-Clips und Granatwerfer. Moment, ich gucke gerade. Genau. 8 U-Clips und 4 Granatwerfer. Dann ein Multiple Grenade Launcher, der da. 3 M9 Pistolen und ein Moment Boonie Head. Das ist so ein, ja, ich nehme wahrscheinlich ein Scharfschütze. Und dann noch 2 MGS4. Diese Maschinengewehre hier. Die haben so ein, glaube so ein Munitionsteil und halt so ein Zweibein dabei. Ja, und dann habe ich halt noch da vor Ort ein paar Waffen gekauft. Diese habe ich jetzt dazu bekommen. Und ich müsste eigentlich noch eine Waffe dazu bekommen haben. Weiß jetzt gerade nicht, wo die ist, ehrlich gesagt. Naja, auf jeden Fall hatte ich noch so eine. So, jetzt habe ich sie. Diese Minigun habe ich noch gratis dazu bekommen, weil ich halt diesen Newsletter von ihm abonniert habe, von Ricky Simo. Und die Leute, die dann halt vorbeikamen, den abonniert hatten, kriegen halt eine gratis Minigun. Das ist halt diese hier. Und ja, die habe ich bekommen. Dann habe ich noch diese gratis Waffe dazu bekommen. Und da habe ich mir noch 11 Waffen gekauft. Ich muss die einmal, ich jetzt gerade das ausgepackt, dann ist diese. Beziehungsweise nicht ausgepackt, sondern hingelegt. Sich einmal kurz sortieren, dann kann ich die gleich kurz zeigen. So, das gehört noch dazu. So, jetzt haben wir es. Also 5, Moment, ich muss mal das durchgucken. 5 von diesen AK-416 Sturmgewehren. 4 kurze Klonblaster. In so einem neuen Design. 2 MP5. 2 Stück und noch ein RPG-7. Ja, das waren jetzt, glaube ich, alle Sachen. Ja, ich zeige es doch einmal im Überblick. Also, ja, hat mich jetzt viel gekostet, aber ich habe jetzt auch viele Sachen, die ich jetzt wirklich schon längere Zeit brauchte und jetzt auch gut für Mox nehmen kann. Und ich werde jetzt, denke ich, heute Abend oder morgen mit dem Online-Comic-Mock anfangen. Und ja, dann wird man dann sehen, wann es fertig ist. Ich weiß es jetzt noch nicht, aber naja. Und danach wird dann halt das Kaschik-Mock kommen, unter anderem, denke ich, mit dem Katamaran. Ja, das war's dann. Und bis nächstes Mal. Tschüss.